bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus... Nein, natürlich nicht. Er ist das dominante Männchen bei den Schönbrunner Mähnenrobben. So, jetzt können Sie auch gut diesen Vierfüßergang erkennen. Und da sind jetzt auch schon unser ausgewachsenes Männchen. Sie sehen, dass die Robben eben ihre Hinterflossen unter dem Körper klappen können und deswegen beispielsweise auch diese Stufen sehr gut erklimmen können. Neben unserem ausgewachsenen Männchen haben wir auch noch zwei männliche Jungtiere und drei ausgewachsene Weibchen in der Gruppe. Das kleinste Jungtier, das ist übrigens auch ein Weibchen. Einen guten Blick auf unser ausgewachsenes Männchen richten. Sie sehen, dass da der Tierpfleger auch sehr nah mit dem Tier zusammenarbeitet. So, jetzt sehen Sie hier unsere ausgewachsenen Tiere, eben ganz auf der linken Seite unser Männchen und dann die drei Weibchen. Auch bei den Weibchen wird eben beispielsweise der Mundraum oder auch die Flossen kontrolliert. So, jetzt haben Sie vielleicht gehört, warum man die Mähnenrobben auch Sea Lions auf Englisch oder Seelöwen nennt. Das Gebrüll der ausgewachsenen Männchen zumindest, das erinnert an das Gebrüll von Löwen. Der deutsche Name Mähnenrobbe, der kommt von den verlängerten Haaren, die die ausgewachsenen Männchen am Kopfbereich haben. So, hier auf der Waage drehend sehen Sie gerade unser ältestes Weibchen der Gruppe. Zurzeit wiegt sie so zwischen 130 und 140 Kilo. Die weiblichen Mähnenrobben, die können ein Gewicht bis zu 150 Kilo erreichen. So, auch unser Männchen wird gewogen. Derzeit wiegt er um die 340 Kilo, das ist aber nicht sein Höchstgewicht, das er erreichen kann. Das hat er meistens kurz vor der Paarungszeit, die bei uns im Juli stattfindet. So, und hier noch ein Größenvergleich. Einerseits zwischen Mensch und Tier, also die männlichen Mähnenrobben können eine Körpergröße von 2,80 Meter erreichen. Jetzt auch noch ein Größenvergleich zwischen Männchen und Weibchen. Die weiblichen Mähnenrobben können auch eine Körperlänge von 2 Metern erreichen.